einen Kontakt zur Philly auf. Machen wir? Wir gucken aber erstmal in diesen Shop. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 6. Diesen Shop kann man auch über hier das Pause-Menü aufrufen. Reiseführer für Yara, Karteninformation. Alpha Wolf, Weißer Lotus, einfache Materialienpaket. Digital Love, Doppel-Null, Spezialisten-Materialpaket. Verloren zwischen den Welten. Bei den Add-ons will ich mich noch nicht großartig umgucken. Rambo Superfan-Paket, Feuerwehr-Paket. Vaquero-Paket. Oh, hier Splinter Cell-Paket. Okay. Das finde ich ja an sich interessant. Wir haben 300 Far Cry Credits. Wolfspaket. Trecho-Paket. Heisenberg-Paket. Los Polos Hermanos-Paket. Was? Ist das ein Supermarkt? Scheint so. Das passt ja gar nicht. Kriegsherr-Paket. Weltraumpaket, aber das passt so überhaupt gar nicht. Das womöglich eher auch nicht. Oh, Cyberpunk-mäßig was. Chromatikpaket, Zirkuspaket. Das ist Cyberpunk. Das erinnert mich eher an das Störsendermann-Protokoll von Rainbow Six Siege, wenn ich mir die Masken so anschaue. Yara-Punk-Paket. Das Geheimeinsatzpaket. König und Vaterland. Watch Dogs Legion Paket. Titaina. Rainbow Six Siege Paket. Was? Taina in männlich. Okay. Naja, muss es ja geben. Alter, ihr Paket. Das ist Assassin's Creed. Kapuzenoutfit. Dschungel-Expedition-Paket, warum? Ach, das haben wir. Das Weiß-Paket haben wir auch durch die Digital Deluxe Edition. Warum haben wir nicht das Rainbow Six Siege-Paket? Das finde ich schon fies. Krokodiljäger-Paket. Toll, die drei Sachen, die mich so gar nicht großartig interessieren. Das Rainbow Six Siege-Paket, das... Ja, der Punk-Paket und das hier oben Splinter Cell-Paket, das würde mich am ehesten noch interessieren. Naja, hier kann man, denke ich mal, Waffenpinseleien bekommen. Ne, wirklich die Waffe selbst. Eine Vector. Das ist doch die Waffe aus Blood Dragon, die... Laser Piff Puff. Was haben wir denn hier noch Interessantes? AMR MG42. Für 300, wir haben 300. Eine Deagle. Das Ding heißt Drezza oder Drisa. Rambos M60. Aha. Was haben wir denn? Kordier-Jäger-Anpassung. Aha. Das ist immer wieder maximal uninteressant. Aber in einem geschenkten Gaul, wobei ich habe dafür bezahlt. Löwe von Yara. Danis Komet. Warum ihr Komet? Hä? Lavalampe. Osterei. Amigos Outfit, der will ich gar nicht genau reingucken, weil ich will mich da überraschen lassen, welche Begleiter wir noch so bekommen. Fahrzeuge, auch das gleiche, da gucke ich jetzt nicht rein. Far Cry Credits, hier wird es doch interessant. Für 5 Euro bekomme ich 500 Credits. 50 Euro, 6600, bestes Angebot. Beliebt, 20 Euro. Ganz bestimmt. Das Tolle ist, es ist ja nur kosmetischer Kram. Kein Muss und teilweise auch ganz schön überdreht. Insofern finde ich das. Also überdreht im Sinne von, wenn ich zum Beispiel hier, bei einigen Paketen reinschaue. Also Feuerwehrpass so
gar nicht so allen voran in diesem Outfit eben. Hier nach Yara. Hier Splinter Cell im Grunde auch nicht. Das Supermarkt-Outfit, okay. Aber hier einfach dieses Kriegsherr-Paket, das passt gar nicht, wie ich finde, rein. Naja, muss man sich ja nicht gönnen, kann man aber. Haben wir es auch mal gesehen. Okay. Hey, du Schwein! Hast du in das Fernglas gerotzt? Du Ekel. Das sagt wirklich gar nichts. Kontakt zu Philly aufnehmen, dafür brauchen wir ein Boot, schätze ich. Ich denke mal, wir müssen erstmal diese Mission machen. Wir müssen ja erstmal hier drüben ankommen, um hier dann FND-Basen einzunehmen. Auf die Anfangsinsel kommen wir nicht zurück. Da hätten wir ja auch Sachen machen können. Finde ich jetzt im Nachhinein etwas ärgerlich. Diese Kritzeleien hier noch. Lustig. Season Clown. Das sieht nach Maus aus, Teufel. Ich denke bei den Tieren, bei den Tiergegnern gleich mal an Stronghold. Das Schwein, die Ratte, der Wolf, die Schlange. Der Filet ist aber hier drüben. Gut, wir haben jetzt ein paar Missionen bekommen. Wo treffen wir den Filet hier drüben? Ich würde sagen, wir reisen erstmal nach hinter uns und brauchen dafür aber erstmal ein Boot. Nicht diese kleine Suppenschüssel, mit der wir hätten fliegen können. 2001er Salacia RHIB Z600 Gator. Hat immer ein Geschütz drauf. Platsch. Fällt keiner irgendwie hinter der Ecke hervor, platscht einfach so ins Wasser. Los geht's. Das wollen wir nicht. Ich würde sagen, wir fangen erstmal hier an dem Zipfel an. Wobei er sieht ziemlich gut aus, ziemlich gut militarisiert. Hier scheint ein kleines Dorf zu sein. Vielleicht ist aber alles Bunker und Leuchtturm Roncalli. Roncalli. Roncalli klingt wie so ein Zirkus. Wie so ein Zirkus. Ein Treffen mit den Monteros. Sie hassen Besucher, aber Clara hat vorgeschlagen, erstmal den Mechaniker Philly, ihren Pförtner, in seiner Werkstatt in Costa del Mar aufzusuchen. Er könnte helfen. Erfahrungspunkte und einen Talisman gibt's. Die Anzeigen unterm, hinterm Lenkrad, die funktionieren. Leuchtturm. Danny, hör auf, Juan. Wenn du Soldaten tötest, wird Castillo seine Spezialeinheiten auf dich loslassen. Weißt du, was diese Typen auszeichnet? Ihre Spezialausbildung und ihre schwere Bewaffnung? Klugscheißerin. Aber ja, du wurdest gewarnt. Ist das eine Falle? Ich sehe da niemanden mehr auf dem Boot. Wir könnten das Ding reparieren. Vielleicht fliegt es uns aber auch um die Ohren, wenn wir da drauf gehen. Weiß ja nicht. Wenn ich da jetzt ranfahre und das Ding geht hoch, dann geht unser Boot mit hoch. Dann haben wir nichts mehr zum Weiterkommen gewagt, wie ich finde. Machen wir auch noch Licht in der Nacht. Bisschen auffällig. Wie, die kacken uns jetzt auf den Kopf. Ist das Ding besser? Hier haben wir immerhin etwas Schutz, wenn wir jetzt beballert werden. Sitzen wir
Sind wir auf dem Wasser, auf dem Wasser und ballern einfach mal herum. Nein. Puh, schon sagen. Wir mal eben schießen. Kriegen wir das mit dieser Waffe? Nicht wirklich anders. Die spinnen doch. Gehen sie nach Hause. Da muss doch noch jemand drin sein, der das Ding gefahren hat. Das war doch jetzt nicht der Fahrer da oben, oder? Versteckt sich doch noch hinter dem Steuer. Das ganze Boot wird als rot angezeigt. Lass ich's doch. Kommen Sie mir von der Waffe weg. Dude. Da ist er. Gib das Ding jetzt wieder los. Oh, Munitionsanzahl gefällt mir aber. Was machen wir jetzt? Das ist ein bisschen auffällig, da nehme ich schon. Da steht schon. Da steht schon unser Aufruf. Viva Libertad. Damit werden wir eh abgeknallt. Also ich stehe an sich schon für das, für unsere Organisation, aber wir könnten das sichern, dann haben wir das für demnächst. Mach ich jetzt aber nicht, ich fahr jetzt nicht zurück. Also ja, ich stehe schon für unser Vorhaben, für unsere Organisation, aber es ist taktisch besser, wenn wir jetzt mit diesem Boot weiterfahren. Ich war jetzt bewusst nicht zum Leuchtturm, das sah mir von oben von der Karte aus ziemlich irgendwie etwas böse aus. Was ist das Rote da hinten? Antennen. Achtung, nicht gegenfliegen, irgendwie sowas. Da ist ein Jetski, der rumqualmt. Jetzt qualmt er noch mehr. Jetzt ist er gesunken. Einfach mal nach Sachen auf dem Wasser. Also vorher niedergeballert worden. Also war sehr hell. Vielleicht doch erstmal zum Leuchtturm. Ein Leuchtturm. Fehlt nur noch ein Tornado. Madrugada. Was ist mit dem Stein da vorne los? Clara, nach wem soll ich in Madrugada noch gleich Ausschau halten? Nach Carlos Montero, dem Anführer einer Gruppe von Bauern, die ihr Land von der Armee zurückholen wollen. Aber er wird sich nie mit dir treffen. Warum nicht? Er ist eher, was du Oldschool nennen würdest. Er mag keine Fremden und vertraut nur seiner Familie. Na toll. Keine Sorge, Philly kann dir helfen. Er ist eine Eintrittskarte. Er ist in seinem Laden in der Nähe vom Flugplatz Martinez. Oh, es wird einem auch nichts geschenkt. Nichts, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Suerte. Suerte. Wir fahren doch erstmal ein Stück weiter. Schön sieht's ja aus. Oh, Villarreal. Cayo. Cayo Villarreal. Ein schönes Stück hier. Haben wir da vorne auf dem Schiff irgendwas, was sich bewegt? Nee, schade. Sind das 15 Knoten, die wir gerade auf dem Tacho haben? Das ist der Ladedruck, der Turbolader. Diese Nadel, die bis 6, 7 geht? Nee, bis 6. Das ist noch ein Leuchtturm. Das bewegt sich dann anders, ansonsten nichts, wenn wir bremsen. Findet sich keine Anzeige. Anders als sonst. Ich schätze mal, das sind Knoten. Wie schnell sind denn 15 Knoten? Ich könnte mal eben nachgucken. Mache ich jetzt aber nicht. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren.
Vielleicht ist mit dem Tablet spielen während der Fahrt hier verboten. Hier vorne in der Bucht rein beim Leuchtturm. Ach, es interessiert mich jetzt doch irgendwie schon sehr. Ich guck mal nach. Kommt gerade nichts. So, freihändig fahren. Ich will den ganz schön in Geschwindigkeit. Oh, wir stehen mittlerweile schon. Na, jetzt gucke ich fertig nach. 15 Knoten in km/h. 27,78. Ist ein dicker Fischi, der uns hier umkreist und aus dem Wasser springt. 10 Knoten sind 18,52 km/h. Das ist nicht gerade viel. Sieht nicht aus wie 30 Sachen, oder? Wirkt irgendwie schneller. Costa del Mar, Rang 3. Passt der zu uns? Hier können wir ran Land gehen. Ah ja, Kontakt zu Philly aufnehmen, hab ich schon verstanden. Oh, der sieht ja ein bisschen lange aus. Hoch. Was ist denn jetzt passiert? Da war jemand! Es regnet schon wieder. Kommt davon, wenn man so ein großes Boot fährt. Hat man den gesehen? Naja, hätte mal besser aufgepasst. Hätte auch ausweichen können. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich will jetzt eigentlich ungern hier rausgehen. Es regnet nämlich. Ist mir nicht wieder gerannt. Ist mir auf Grund gelaufen. Ich glaube, das war eher der Fall. Oder wir haben einen Fischi gerammt. Wie kaputt ist das Ding denn? Ach, gar nicht so sehr. Wir angeln jetzt einfach mal spontan eine Runde. Also nach Angebieten Ausschau der Fisch ist eine neue Herausforderung. Öffne den Angelkasten, um die richtige Ausrüstung für den richtigen Fisch auszuwählen. Benutze die linke Maustaste, um Schwung zu holen und die Leine auszuwerfen. Das machen wir jetzt in Wirklichkeit nicht. Aber ich habe die Angel gesehen und wollte es einfach mal werfen. Ah, da waren sogar Fischis in der Nähe. Moment, du kommst her. Jetzt nehmen wir doch. Schaut mal, wie die sich da hinbewegen. Jetzt, und? Kingfisch ankämpfen. Nicht reißen, ja? Ah, die verändert die Farbe, die Schnur. Das hatten wir schon in Teil 5. Oh, ist ein klitzekleiner Fisch. Oh, doch nicht so klein. Gegen Materialien eingetauscht werden. Dann wissen wir, was wir jetzt ein paar Folgen lang machen. Da kommt schon wieder einer von halb links an. Jetzt angeln wir doch ein bisschen. Albino-Löffelstör, gibt's den hier auch? Das haben unglaublich viele. Und, komm! Unglaublich viele beim fünften Teil auf YouTube gesucht. Mal ein bisschen entspannen. Wobei entspannen, jetzt reißt doch das Ding. Ah, rot, Hilfe! Rot, rot, entlasten. Wie? Scheiße. Lässt das Ding jetzt fallen? Oh. Mit Angel noch draußen. Ich will sie wegpacken. Und ich gehe das Ding nicht unter, hoffentlich wird da nichts nass. Es ist untergegangen. Nee, noch nicht. Ich kann das Teil schwimmen. Boah, schön, wie die Sonne aufgeht. Fahr es nicht flach. Oh, ist ja schon ziemlich flach.
Parken wir das Schiff hier. Das Boot. Baseballs kann man es damit, kann man damit auch auffüllen. Ob hier mit der Zeit Soldados ankommen könnten? Verhandlungsstufe. Wo findet man die? Oh, beim deaktivierten Radar. Bei der deaktivierten Karte. Ja. Aktionen, die gegen Castillos Regime gerichtet sind, erhöhen deine Fahndungsstufe. Zuerst wird sich die Militärpräsenz um dich erhöhen. Als nächstes wird Castillo Spezialeinheiten entsenden, die Jagd auf dich machen. Das ist wie ein Kapuzenleut. Ist vielleicht auch einer. Tja, werden wir so einfach nicht sehen, weil Kader ist aus. Was ist denn hier los? Fuchsversammlung. Kann man die auch streicheln? Wieso hast du ein Ausrufezeichen über dir? Mach das weg, ich will das nicht sehen. Fängst du Vogelkacke auf oder was? Danke, dass ihr mir Hoffnung gebt. Viva Libertad. Hier gibt's Probleme. Wir sollten besser nicht versuchen, hey, abzuhauen. Komm her! Ich muss deine Hilfe! Wie sie schwätzt! Und er das nicht. Ihn das nicht stört. Wir stehen hinter ihm und sie sagt zu uns: Hey, komm her, ich brauche deine Hilfe! Total doof. Moment. Rennen und ins Wasser schmeißen. Schmeißen ist nicht. Er ist beim Baden gestorben, sagen wir es so. Platsch. So. Danke, vielen Dank. De nada. Neue Libertad-Kisten aufgedeckt. Durch sie hat sie uns jetzt verraten. Wäre aber cool gewesen, wenn das durch sie zustande kommt, dass sie uns das auch verrät, wo die Dinger sind. Also so richtig mit hier, ich spreche das an. Mungo und Mensch, Schatzsuche. Ein Mann hat eine Feder mit einem Mungo? Das muss ich mir ansehen. Klingt auf jeden Fall interessant. Puh, was ist denn hier los? Hier fliegen die Palmen umher. Alter. Oh, Pferdchen tot. Na, mit dem Typen kann ich es verstehen, aber das Pferdchen, das muss doch nicht drunter leiden. Laufen nur dran vorbei und bringen ihn um. Haha. Damit hat er nicht gerechnet. Nur weil wir keine Waffe tragen. Jetzt zerlegt sie einfach mal eine Palme. Arme Palme. Es brennt! Es brennt. Schlaumeier. Oh, lass ich jetzt abschlachten von so einer Pistole? Wenn er absteckt, ist er dran. Ah, ihr Arschgeigen! Ja, Feuer! Mann. Sollte man eigentlich den Leuchtturm angucken? Das war vor der Kiste vorm Angeln das Ziel. Wie schnell man da abgelenkt werden kann. Wie geil ist das denn? Klappen die sich jetzt noch?
so hätte man auch mein Handy auch einfach auch machen können. Na. Ich hab, mir fehlt doch aber ein... Genau, von wegen volle Munition. Lüge. Uran. Ja. Nervt mich schon ein wenig, dass ich nicht angezeigt bekomme, was wir da einsammeln. So kriege ich ja nie ein Gefühl für... Ah. Jetzt habe ich 7 was von eben der Sache X bekommen. Oder generell kann ich ja gar nicht nach dem Zeug ausschalten, nach dem ich suche. Ich will mir aber auch nicht eine Anzeige reinballern. Schwierig. Ich kann mal nicht einsammeln. Schade. Ich sollte man zumindest zu Beginn, damit man alles einmal gesehen hat, die Anzeige anhaben. Das ist Schrott, das kenne ich schon. Steht auch da. Schrott einsammeln. Sporttaschen einsammeln ist Sporttaschen einsammeln. Ich würde ganz gerne mal rauf. Das sieht aus wie ein umfunktionierter, also ein ehemaliger Wasserturm, der jetzt zum Leuchtturm umfunktioniert wurde. Schweine weiter oben, das geht wirklich. Ich halte schon wieder gedrückt. Auf nach oben. Stark, Dani, echt stark. In der Geschwindigkeit mit bloßer Armkraft hier hoch. So, weh, es gibt hier nichts Cooles. Metall mitnehmen. Stacheldraht. Das hatten wir schon mal. Was ist denn das? Jetzt rechts. HUD Element T Fadenkreuz. Nö, 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 nö. Radar Interaktionsblub. Ne, ich will nicht, dass die rumblinken. Ich will, dass die mir einfach sagen, was es ist. Erbeutete Gegenstände. Das ist es auf jeden Fall nicht. Da sieht man halt bloß einen kleinen Kreis drüber. Das haben wir auch schon in der Vorschau gesehen. Das sind auch keine Weltsymbole. Sprühdosen. Lass ich mal für den Anfang jetzt an. Wenn es mich nervt mit der Zeit, dann mache ich es aus. Aber ich will erstmal wissen, was ich da so einsammle. Die Taschen sind also Sprühdosen. In der Ferne. Klingt gewaltig. Aber Brühe. Aua. Oh, rutschen runter. Wieder hoch. Hier, ich gebe dir einen Arm, das hilft. Entschuldigung, das war ein Arm mit Machete dran. Alles wird gut! Deckt mich, ich muss hier weg! Haben Sie Kontakt? Hab ich
soll ich nicht mit der schallgedämpften Waffe auf jemanden schießen, wenn wir gerade entdeckt wurden, aber ich habe ja nicht mehr so viele nicht schallgedämpfte Waffen. Na? Nimm mal den Pferdekopf weg. Oh, Pferd, renn weg, schnell, los, renn weg, es ist heiß. Ab ins Wasser mit dir, schnell. Oh, okay. Einfach wild umherrennen, haut er schon auf. Nagelpistole. Da wir jetzt die Nagelpistole haben, werde ich hier mal den Schalldämpfer abbauen bei nächster Gelegenheit. Uiuiui, heiße Angelegenheit. Keine Munition für uns. Oh, 45 plus 8 Schuss. Das könnten mehr Schüsse sein. Was oder wen haben wir denn hier? Tut mir leid, ist eine schlechte Angewohnheit. Gewöhnst dir ab. Schon gut. Warum? Mungo und Mensch, Amigos, ich habe es geschafft, ich habe ihn gefangen. Er hat mich schon viel zu lange gequält. Mein Haus auf Stelzen zu setzen, hat ihn nicht aufgehalten. Der Zaun hat ihn nicht aufgehalten, aber ich habe es endlich geschafft. Bitte haltet euch von meinem Haus fern. Ich muss Benzin von Louis holen. Dann werde ich das ein für alle Mal beenden. Er ist vielleicht nur ein Mungo, aber für mich wird er immer La Comadreja sein. Alvaro. Scheiße. Dieser Was ist denn das? Ein ernsthaftes Ungezieferproblem. Nein, ich sollte mal reinschauen. Sonst Ungeziefer anlachen. Wir können zumindest darauf achten, wie wir über sie reden. Du weißt, dass ich das nicht so meine. Nein, weiß ich nicht. Verstehe. Alles klar. Ich werde es nicht mehr sagen. Tut mir leid. Das ist also Alvaros Haus. Keine Spur von ihm. Oder dem Mungo. Was ist ein Mungo? Eine gedruckte Nachricht. So wenig Text, aber auf dem Zettel steht so viel. Gedruckte Nachricht, verkehrtes Ausrufezeichen. Peligro. Oder Peligro. Bleibt fern. Ihr lauert. Hier lauert ein tödliches Geschöpf. Am Ende ist es bloß eine Ameise oder so. Das interessiert mich jetzt schon. Wie kommt man da rein? Das Nachbarhaus. Ich glaube, das ist das gefährliche Tier. Ein Piepmatz. Können da hochklettern. Was war das? Das klang, als käme es aus dem Schuppen da. Oh oh. Klingt nach einem wilden Piepmatz. Ein Schlüssel für den Schuppen da. Schuppenschlüssel. Erstmal umgucken, bevor wir gleich rausrennen müssen und hier nicht mehr gucken und Sachen einsammeln können. Das sieht nach Metall aus. 7-mal Metall. Ich glaube, ich lasse die Anzeige an, wenn sie nicht weiter nervt. Also wenn es nicht noch viel mehr Kram gibt, der uns dadurch angezeigt wird. Ich mache hier am besten auch schon mal auf, vielleicht müssen wir gleich hier rausrennen. Gut. Die Gießkanne ist auch aus Metall, die können wir auch mitnehmen, dann haben wir mehr Metall. Tagebucheintrag. Warum? Warum ich? Woran liegt es? Ist es mein Geruch, der ihn so aufreibt? Keiner meiner Nachbarn wird von beschissenen Mungos terrorisiert. Ich habe noch nie gehört, dass jemand so angegriffen wurde. Und er hört einfach nicht auf. Ich habe versucht, ihn zu füttern, mit ihm zu reden. Ich habe mir die Beine rasiert und dem Kleinen angeboten, sie zu rammeln. Verurteilt mich nicht. Nichts hat funktioniert. Er hasst mich und will meinen Tod. Also bleibt mir keine Wahl. Ich habe mit Giuliettas Freund gesprochen. Er hat mir eine Waffe besorgt.
Und der kleine Pisser hat den Schlüssel für den Waffenkoffer gefressen. Ich konnte ihn im Schuppen einsperren. Jetzt muss ich nur noch zu Ende. Jetzt muss ich es nur noch zu Ende bringen. Ich brauche Feuer. La Comadreja und ich werden zusammen in die Hölle gehen und in den lodernden Flammen schreien. Das ist der einzige Weg, wie ich wirklich sicher sein kann. Du steckst also im Schuppen fest. Es wird Zeit, dass wir uns kennenlernen, Mungo. So, was sind denn die Sportsachen? Ach. Ist da Geld drin oder hat man das... Kann man das gleich eintauschen gegen Pesos? Iranischer Künstler erhält Lob weltweit. Wichtigste neue Stimme in der iranischen Szene für zeitgenössische Kunst. Sein jüngstes Werk mit dem Titel El Leon heimste Lob von Kritikern aus der ganzen Welt ein, darunter auch unser eigener Präsident Espinosa, der die Skulptur am Samstag bei einer privaten Veranstaltung betrachten durfte. Für Senor Sayas gab es aber in jüngster Zeit nicht nur Erfolge. Unsere Recherchen lassen vermuten, dass er in der iranischen Kunstszene eine umstrittene Figur ist. Eine anonyme Quelle behauptet, er hätte sich verkauft und sei eine Propagandamarionette. Manche meinen, die angespannte Beziehung zu seiner getrennt von ihm lebenden Frau hätte bei diesem aufsteigenden Stern am Kunsthimmel zu schwerer Trunksucht und Depression geführt. Man kann nur hoffen, dass er sich zusammenreißt und seinen Kritikern zeigt, wie falsch sie mit ihren Einschätzungen liegen. Kunstfragmente 1. Ha! Wieso liegt denn hier Fleisch rum? Warum liegt das nicht im Kühlschrank? Da liegt Metall. Da liegen Teile. Recyceltes Befestigungsmaterial. Da ist Glas, das müssen wir auch recyceln. FND-Informationen, Vorratslieferungen. Informationen zufolge überwacht die Guerilla all unsere Vorratslieferungen. Haben wir erst einmal im Wasser aufgegabelt. Vor kurzem. Um der Gefahr entgegenzuwirken, dass Terroristen unsere Lieferungen abfangen könnten, überwachen wir nun deren Überwachung. Gegen diese Überüberwachung werden sie nichts ausrichten können, FND-Geheimdienst. Das werden wir unseren Jungs verraten. Abfangmission. Kiste an der Küste. Kiste an der Küste. Oh, hier, Sprühdosen. Da sind keine Sprühdosen drin. Da ist gar nichts drin. Wahrscheinlich kann man aus der Tasche Sprühdosen machen. Ah, okay. Ist das der Künstler? Jetzt bin ich aber gespannt, wer da drin ist. Wie die Türen in virtuellen Abenteuern einfach Scharniere haben, die in beide Richtungen gehen. Ist immer wieder bewundernswert. Kriegen wir jetzt einen neuen Freund? Ruhig. Da ist was. Halt mich bloß. Ist das ein Schweinchen? Ein Hundi? Nee, ein Hundi klingt nicht so. Hä? Leguan? Ah. Oje! Komm oje. Zurück! Ah, oje! Die Musik ist ja geil. Ein Gürteltier. Ach, die Musik ist ja geil. Oh Mann, der ist schneller. Halt, hängen geblieben. Wie kann man den einfangen? Waffenkoffer, weiß Erzfein schuppen. Aha. Aus und sehen. Mach doch mal Pause. Lass dich doch mal fangen. Danny, mach doch mal was. Wie fängt man ein Gürteltier?
hochheben und dann zwickt das. Und jetzt wieder zurück, hä? Das ist komisch. Oh, noch eine Runde? Wie kann man dich fangen? Ich werde nicht auf dich schießen. Dani, mach mal was. Nein, so nicht. Einfach warten, eine Runde kommt der eh wieder hier vorbei. Verzeihung. Ich drücke wie wild eh. Was können wir denn noch drücken? Vielleicht mal etwas abkürzen und auf ihn lauern. Nicht noch eine dritte Runde, was ist denn das? Bitte da irgendwas in seinem Schuppen, womit man ihn einfangen kann. Hä? Man kann hier mit nichts interagieren? Jetzt durch diese zwei Wörter hier ankommen. Komm, Mungo. Hab ich mit so einer Kiste von? Echt komisch. Komm her, du kleines Mistvieh. Aber irgendwie geht was voran. Immerhin sagt Dani jetzt was. Und auch was, was wir noch nicht gehört haben. Mussten wir hier erstmal interagieren, bevor wir ihn fangen konnten. Vielleicht können wir jetzt irgendwie an ihm E drücken. Oh. Denn jetzt? Schmeiß das nicht weg. Schneid einfach den Schimmel. Komm her, du kleines Mistvieh. Eine komische Mission, war irgendwie etwas kaputt. Das waren bloß wir. Hä? Ich sehe hier auch niemanden mehr rumflitzen. Die einfach erscheinen da hinten. Ah, hier bist du ja! Oh, geht ja immer noch nicht. Jetzt geht er außen rum? Nee. Bleib hier. Sag mal. Wie kann man dich denn einfangen? Ein Orientierungsproblem, ha? Oh. Bam. Mungo fangen, wie geht das? Gute Frage, nächste Frage. Nicht weg.
Ich hätte hier doch nicht überall aufmachen sollen. Wobei. Wir hätten auch so hier reingekonnt. Ich muss mir hier noch irgendwas aufsammeln, womit man ihn einfangen kann. Einen Pappkarton haben. Überstülpen. Hätte gedacht, dass das, womit man ihn fangen kann, da drin ist. Und ja, in dem Schuppen. Eine Gießkanne. Wichtig ist das Rätselslösung, einfach nicht die beiden Schlösser zu knacken. Ach ja, erst den Schlüssel, dann das Geheimversteck. Okay. Schlüssel? Wo bist du? Die Musik ist ja toll, aber... die Mission nicht so klappt, wie sie klappen soll, das finde ich nicht so cool. Komm schon raus, du Mistvieh. Ich tue dir auch nichts. Ich glaube, das ist wirklich das Problem, denn es klingt so, als müssten wir hier im Haus nach Mungo suchen. Komm raus, du Mistvieh. Ich glaube, das war der Fehler. Komm schon raus, du Mistvieh. Auch nichts. Ich glaube, wir müssen hier noch mal ran. Das ist ein Metalleimer. Hm. Ich glaube, wir dürfen hier einfach nicht aufmachen. Einfach drüber klettern über die Hütte. Und wo ist eigentlich der Schlüssel? Kommen wir nie wieder raus. Ich würde sagen, ich muss irgendwie versuchen, die Mission oder das Ganze etwas zurückzusetzen. Vielleicht gehe ich nochmal ins Hauptmenü. Auf jeden Fall dürfen wir, so denke ich, die Gartentüren, sage ich mal, nicht aufmachen. Ich habe doch nicht drei aufgemacht, Moment. Die habe ich nicht aufgeschossen, ich habe hier aufgeschossen. Und da hinten. Hm. Ist mir auf jeden Fall noch ein Rätsel, wie wir das hier schaffen sollen. Und der Schlüssel muss auch noch gefunden werden. Bin gespannt, ob das in der nächsten Folge was wird und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.